getestet wegen Trump, wegen seinen Äußerungen. Hat Iran jetzt eine Rakete getestet, wo mehrere Sprengköpfe... Du hast wieder angemacht, oder? Ja, ja. Ja, 2000 Kilometer Mittelstreckenrakete, ja. Ne? Und wo mehrere Sprengkörper dran sein. Also Trump ist auch gefährlich, der provoziert, dass andere Länder sich aufrüsten, weil sie Angst vor dem Typen haben. Also der macht die Welt unsicherer. Ja, wie dumm sind die, genau das, wie dumm sind die Leute? Die haben Angst vor Trump, dass der die Welt zerstören kann mit seinen Waffen. Und nee, dann nicht die Welt, einzelne dann Länder. Dann zerstör ich lieber vorher. Nein, die wollen sich schützen, damit ja, das heißt, Trump nicht angreift. Der eine schießt jetzt eine Rakete los, um Nein. das eine Land zu zerstören. Das und dann wird ein anderes Land dafür ausgelöscht, Nein. um sich zu die rächen? Die Aufrüstung dient der Abschreckung, damit erst gar keine Rakete fliegt. Wenn nämlich die USA wissen, dass Iran oder Nordkorea Raketen hat, die sie vielleicht treffen könnten, die weit genug reichen, um die USA zu treffen, dann wird Amerika keine Rakete schießen. Das dient allein nur der Abschreckung. Das ist nicht, dass einer die Aber erste das schießt. Ist eine Logik, nur Abschreckung. Die sich Kalter Krieg. Nicht Kalter Krieg. Das war die Logik des Kalten Krieges. Wenn mal angenommen, du hast gar keine Waffe als Land. Nix. Ja, dann wirst du platt gemacht. Glaubst du, dann schmeißen die auch das Land, was du hast? Natürlich gibt es solche Verrückten. Die wollen dann den... Ja, aber wenn ich was habe, was ich auch benutzen kann, wo macht das denn dann einen Unterschied? Also die Abschreckung, wie im Kalten Krieg. Der eine weiß, wenn ich den angreife, dann kann er mich... irgendeine Rakete, weil sie wissen, ich habe keine Rakete. Aber wenn ich eine Rakete hätte, wäre das eine Abschreckung und sie würden keine Rakete auf mein Land das schmeißen. Das war doch der Kalte Krieg. Aber wenn sie Im doch schon eine Krieg Rakete auf mein geflogen. Land geschmissen haben, ist doch meine Rakete damit auch mit vernichtet. Im Kalten Krieg ist doch nichts geflogen, weil beide Seiten Angst hatten. Sie wussten... Das war das Gleichgewicht genau. des Schreckens. Ja. So und das provoziert Trump heute auch wieder. Ja, aber wir brauchen die ganzen Mittel... Ne, für was für Waffen. Weil sie wollen ja nicht angegriffen werden. Wir brauchen das Geld, damit wir überhaupt einen Planeten haben, sonst zerstört er sich von allein. Beziehungsweise wir zerstören den Planeten. Diese Philosophie, die muss man sich nicht zu eigen machen. Man muss das jetzt gut beschreiben, halt die Situation, wie sie ist, ne, wie es gewesen ist, aber das muss nicht unsere ja, Lösung das, sein. Das Nein, aber Trump das provoziert, ja, dass es wie im Kalten Krieg wieder Aufrüstung gibt durch seine Äußerung. Das ist halt aber, das Problem. Aber das ist keine Lösung. Ne? Dass das Nordkorea, Iran... Für mich kein Grund, wenn einer irgendwie in der Nachbarschaft friedlich ist, ne, den zu überfallen, nur weil er friedlich ist. Mal angenommen, meine grässliche Nachbarin, die mich so furchtbar quält, eine von denen, die hätte jetzt ein Gewehr. Und ich wüsste das, sie hat ein Gewehr. Das hat die ja sogar eins. Würdest du dir auch eins kaufen gleich? Ja, auch aber mal angenommen, die wüsste jetzt auch, ich hätte ein Gewehr. Was macht das für einen Unterschied? Oder ob wir jetzt wissen, die haben beide kein Gewehr. Das macht doch alles keinen Unterschied. Das hast du doch im Kalten Krieg gesehen. Das macht einen Unterschied, weil man sich dann nicht angreift. Ja, das ist aber weil man dann Respekt hat voneinander. Nein, aber das war, ich meine ja, das ist ja scheiße. Das ist gar keine Lösung. Das ist keine Lösung, aber Dummheit. Trump provoziert das mit seinen Äußerungen, dass das wieder so kommt. Nee, das ist meiner Meinung nach auch alles nur so Penisverlängerungsgetue. Das ist einfach nur so Ego auf die Blähe und dann das, sie genießen das doch auch, der Trump und dieser Koreaner, die genießen das doch, oder wenn die sich jetzt hier immer ihre Drohungen gegenseitig abgeben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die vorher abgesprochen hier. Ich tue jetzt mal wieder ein bisschen provozieren. Das ist ja wie im Kindergarten, wenn du den beiden zuhörst. Nein, das haben abgesprochen haben sie. Erwachsene werden nie erwachsen, das sind immer Kinder. Ja, aber die haben ihre Mittler, die dann sagen, die tun erstmal den Gegner studieren, am Psychologen. Ah, der reagiert aggressiv, auf den, wenn ich das und das mache. Ne? Und sofort macht er das dann auch. Ne? Das ist sehr peinlich, was sie da immer machen. Das ist peinlich, das stimmt. Das müssen wir auch nicht. Aber Erwachsene bleiben immer Kinder. Ja. Aber das ist nicht gleich wie ein Kleinkind aufhören. Werdet wie die Kinder, Jesus gut. Werdet wieder wie die Kinder, aber nicht wie solche. Das ist aber anders gemeint. Dieses Machtgetue. Das geht ja eher darum, dass. Unvoreingenommen und unvorgelassen, die an die Sachen rangehen. Das ist damit gemeint. Ein Kind guckt neugierig zu und zieht die eigenen Schlüsse mehr. Die meisten Leute, die können gar nicht mehr zugucken und ziehen auch keine Schlüsse mehr. Die sagen halt, es ist halt so. Ne? Was sind immer so gewesen und wird immer so sein und fertig sind. Und ich meine, Jesus ging es ja auch viel um die Pharisäer. Ich kann mir auch vorstellen, es geht darum, dass Kinder halt
noch völlig also keine Hintergedanken haben bei dem, was sie machen. Im Normalfall. Ne? Ja. Konditioniert und überbelastet. Ne? Oder, kann die natürlich auch grillen, ne? Ziemlich früh. Und wenn einer nur, zum Beispiel die Kindersoldaten, wenn die nur das eine können und nichts anderes, ne? Die wollen natürlich das, was sie können, unter Beweis stellen. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Wenn einer nur das eine kann und sich nicht um das Können der anderen kümmert. Hallo. Woher kennen wir uns denn? Richtig. Wie ein richtiger Vortrag gehalten. Ich sag die ganze Zeit, ich kenne den Mann da drüben, aber ich weiß nicht woher. Jetzt habe ich es wieder, ja. Ja. Wie schön. Hallo, freut mich. Ja, die ganze Zeit habe ich hingeguckt und gesagt, Lilia, ja, guck mal, woher kenne ich den denn? Manfred, was meinst du denn? Woher kenne ich den Mann mit dem Karohemd? Jetzt weiß ich es wieder, ja. Autor Michael Röscher. Ich weiß. Ja, der hat im Goethe-Platz gelesen. Wir haben, ich habe in der Zeit am Goethe-Platz mit das ist jeden Tag 40 neue Gesichter gewesen sein. Ich habe mir ganz viele nicht gemerkt, aber sie habe ich mir natürlich gemerkt. Ilona, wir nehmen hier gerade auf, ne? Wir machen hier Gartengespräche, Proben. Aha. Guten Tag, Ilona Lohmann-Thomas. Hört da mal zu gewesen. Ich hatte vielleicht kommen noch ein bisschen zu Leuten, die rechnen auf uns, ne? Die kommen nicht gedacht. Ja, das ist krank. Ich gucke mir den Garten jetzt mal an. Mal, nehmt ihr mal auf. Ich muss aber ruhig weiterreden. Und mein Name etwas schneller raus. Ja, wieso ist das? Das müsste man auch noch mal erreichen, was da gelaufen ist. Warum das nicht mehr dieser Platz so schnell abgebaut wurde abgestiegen? Ja, das hätten wir Sie jetzt gerade fragen können. Sie sind weg, die hat eigentlich gehabt, dass wir sie fragen. Sie hat gedacht, das war ein Ding im Zaunfall, dass sie so weg. Nee. Du wolltest ihr ja nur die Info geben, aber ja, sie hat jetzt gedacht, sie stört. Das ist so genau. Da steht auch nicht. Weil zum Beispiel Wolfgang, also hast du ja immer ziemlich viele Fragen zu Frankfurter Garten. Wenn wir einen Blumen machen, können wir den Boris und die Ilona hierher holen und dann kann man das ja direkt für alle geklärt haben. Wir sehen ja auch die Videos. Wir können die Fragen stellen. Und Ilona ist rhetorisch sehr geschickt. Sie reißt sich sehr schnell an. Und dann kommen wir kaum noch zu Wort. Ja gut, wir haben halt genug gesprochen. Ja, ja, eben, das wäre mal eine Abwechslung gewesen. Als ich Wolle, kannst du mal die Ilona hierher? Und die kommt doch gleich nochmal wahrscheinlich. Die kommt gleich nochmal bestimmt. Die unterhält sich jetzt gerade mit der Ehefrau, die hat mich auch mal zusammengehämmert. Ne? Weil die kommt nicht mehr her, weil sie hat jetzt, glaube ich, gedacht, sie stört. Nee. Sie meinte, sie guckt sich den Garten an. Die kommt bestimmt nochmal. Sie kennt doch ihren Garten. Und du hattest in einem Zukunftspavillon eine Lesung gehalten, also hast du aus deinem Buch vorgelesen. Der Buchmesse warst du auch, oder? Ja. Bei dieser bin ich ja nicht dabei, weil die wollen ja schon mal die Jungen, genau, du hast mal diesmal so darstellen. Du kannst ruhig mal, wenn ich was schreibe bei YouTube oder sowas, ich das schreibe, dann kannst du mich ruhig korrigieren, als Kommentar. Und Juli hat jetzt ähnliches Problem, haben wir heute telefoniert drüber. Ne? Das macht uns nichts aus, wenn wir Rechtschreibfehler. Hauptsache wir wissen, was gemeint ist erstmal. Ne? Da gibt es aber Leute, die machen sich, die tun sich sofort in eine Schublade stecken, die ist total blöd oder so, kann keine Rimmer richtig deutsch und so weiter. Das sind wir nicht. Lass die Rede so wollen. Das Problem ist ja auch, wenn du einen Kommentar machst bei YouTube, ne, und du schreibst und dann schreibe ich, tippt das alles richtig. Aber der kommt mir ja ständig dazwischen und schreibt andere Wörter als ich. So. Da, manchmal, wenn ich nicht genau nachlese, dann, ja, wenn ich da nicht genau nachlese, dann kann das sein, ich gebe einen Kommentar ab, wo totaler Kauderwelsch steht, nur weil der mir ständig dazwischen gefunkt hat, obwohl ich alles richtig geschrieben habe. Da haben wir ja auch die Funktion, die wir haben.
Wenn ich zum Beispiel jetzt einen eklatanten Fehler bei dir sehen würde, dann würde ich deinen Beitrag kopieren und dann als Antwort korrigiert drunter schreiben. Das wäre eine Möglichkeit, wenn du einverstanden wärst. Ne? Ich kenne ja die Problematik von diesen Handys, wenn du da zur Auswahl hast, das Wort findest, ne, wenn du U eingibst und die erkennst du praktisch auch die Sprache schon ein bisschen. Das zeigt ja auch schon wieder so ein bisschen. Ich habe ja ganz, ganz massive Probleme mit meinem Vermieter. Ne? Ja. Der Juncker hat mich ja auch schon da sehr beleidigt und behauptet in einem Brief an eine Anwältin, dass es irgendwie eine Wahrnehmung hätte oder so. Ja. Und ich habe so schlimme Zustände im Haus, dass ich ja auch ständig Beschwerdeschreiben rausschicken muss. Ich fühle mich da völlig hilflos, also schreibe ich viele Beschwerdeschreiben raus. Ne? Und dann schreibe ich unten, sie kommen ihrer Schutzpflicht als Vermieter nicht nach. Sie kommen ihrer Schutzpflicht nicht nach. Der Vermieter hat eine Schutzpflicht. Und da hat das Ding mir da reingefunkt und ich hatte die E-Mail abgeschickt und da stand, sie kommen ihrer Schulpflicht nicht nach. Ich kann mich da immer noch drüber kaputt lachen. Ihrer Schulpflicht. Sie kommen ihrer Schulpflicht nicht nach. Ja, und schönes Wörtchen. Kofferwörter haben wir ja. Ne? Aber das funkt ja ständig dazwischen und schreibt. Man muss ja aufpassen, Linux. Also es soll ja eigentlich eine Hilfefunktion sein, aber oft ist es... Dann musst du halt, dann tippst du ein paar Mal zurück, ne? Und dann bietet es neue Wörter an. Das habe ich festgestellt bei meinem Kunden. Wenn ich zurücktippe, ne, schlägt ja immer erst was vor. Ne? Schule, macht erstmal Schuld, ne, und so weiter. Dann tippe ich das D weg, ne, und dann wird was anderes angeboten. Ne? Dann gibt es ein E an. Also das, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Aber wie haben das früher die Leute gemacht, als es noch kein Kindle und Tusche gab, als man noch mit Hammer und Meißel geschrieben hat? Kein Schrift. Daraus ist ja dann später das Arabische entwachsen. Also kein Schrift. Das ist eine Nachfolgeschrift von der Vorläufer von allen Schriften. Und deshalb schreiben auch die Araber von rechts nach links. Ne? Israelis auch. Ne? Schon der Schreibt von links nach rechts. Ja, du schreibst von links nach rechts. Genau. So weil die haben früher, wir sind Rechtshänder, in der linken Hand den Meißel gehabt und in der rechten Hand den Hammer. Und da konnten die dann besser von rechts nach links lesen, was sie da gerade so eingehängt haben. So ist die. Dann hat mir mal Israel. Quasi die Lösung für die Weltrettung jetzt andiskutiert. Lösung? Naja, erstmal die Problembeschreibung. Und wenn wir das Problem wissen, dann können wir eine Lösung. Und das dürfte für heute. War für heute? Dann gucken wir mal jetzt auf die Uhr. Das, Für 10 Minuten, ja.